Hallo und herzlich willkommen beim Gedächtniskitzeln. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Mitmachen. Guten Erfolg! Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Mein Name ist Horst Hanisch aus Bonn. Wir sind heute wieder zusammen zum Thema Gedächtniskitzeln und zwar in der Folge Nummer 6. Ja, wir bewegen uns in der Küche heute, Küchengeräte nennen wir das Thema. Ja, heute haben wir wieder ein bisschen andere Aufgaben als sonst. Sie können so mitspielen, wenn Sie wollen, oder natürlich, wie immer, sich mit einem Stückchen Papier, einem Stift und vor allen Dingen mit einer oder mehreren Ihrer vielen, vielen grauen Gehirnzellen bereitsetzen, um die folgenden Übungen mitmachen zu können. Ich wünsche Ihnen schon mal viel Erfolg und viel Spaß. Wir sind im Thema Küche, Küchengeräte. Und ich meine nicht nur Geräte wie zum Beispiel Kochlöffel, sondern das kann auch etwas sein, um was wegzuwischen, anzufassen und um zu schützen und so weiter. Wir geben es nochmal unter diese komplette Kategorie. In Folge werde ich Ihnen gleich eine Liste zeigen oder sagen wir erstmal so eine Übersicht zeigen, auf der einige rote Buchstaben zu sehen sind. Die Buchstaben sind immer die Anfangsbuchstaben eines gesuchten Lösungswortes und sie stellen gleichzeitig den letzten Buchstaben des Vorwortes dar. Also wenn Sie die Liste gleich sehen, dann werden Sie einen roten Buchstaben haben, dann Leerstellen und dann wieder einen roten Buchstaben. Der erste rote Buchstabe zeichnet den Beginn eines Lösungswortes und der zweite den letzten Buchstaben eines Lösungswortes. Dann startet das nächste Wort, das ist dann schon erkennbar. Wiederum der letzte Buchstabe des ersten Wortes ist der selbe als Anfangsbuchstaben des zweiten und so weiter. Ich werde Ihnen aber gleich, wenn Sie das Bild sehen, nochmal Hinweise geben, damit es nicht ganz so konfus wird im Kopf. Wenn wir dann durch alle durch sind auf dem ersten Bogen, dann zeige ich Ihnen erneut eine Darstellung, wieder mit diesen roten Buchstaben, aber dann ergänze ich den ein oder anderen zusätzlichen Buchstaben im Blau, der im Text steht und gebe Ihnen nochmal einen Moment Zeit, sich zu orientieren, denn ganz so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Na gut, ich wünsche mal gutes Gelingen, Sie kriegen das schon hin. Sie sehen eine Tabelle. Einige Buchstaben sind mit roter Farbe markiert. Es sind Großbuchstaben, die stehen immer für den Anfangsbuchstaben und oder für den Endbuchstaben eines Wortes. Schauen wir uns mal die erste Zeile an, ganz oben links. Dort beginnen wir mit einem großen G wie Gustav. Dann gibt es zwei Leerstellen. Es folgt ein S wie Siegfried. Das bedeutet, dass der Buchstabe G gleich Gustav der Anfangsbuchstabe des gesuchten Wortes ist und S, Siegfried, der letzte Buchstabe desselben Wortes. Und der Begriff der Gesuchte hat offensichtlich vier Buchstaben insgesamt, da es zwei Leerstellen dazwischen gibt. Also suchen wir ein Wort mit vier Buchstaben zu einem Gegenstand, der in der Küche zu finden ist. Er muss mit G beginnen, mit S aufhören. Haben Sie eine Idee? Dann schreiben Sie bitte auf.
Der nächste Begriff beginnt wiederum mit dem S wie Siegfried. Das war ja gerade der letzte Buchstabe des ersten Wortes und endet mit B wie Bertha. Auch dieser Begriff besteht aus vier Buchstaben. Er fängt mit Siegfried an und hört mit Bertha auf. Im dritten Fall haben wir ein längeres Wort, wie Sie erkennen können. Es beginnt mit B wie Bertha, hört mit M wie Martha auf und sechs Leerstellen sind dazwischen. Also hat das Wort insgesamt acht Buchstaben. Das M am Ende bildet jetzt in der nächsten Zeile den Anfangsbuchstaben des nächsten Wortes und so weiter und so weiter. Das allerletzte Wort unten in der letzten Zeile endet dementsprechend mit einem R wie Richard. Ich gebe Ihnen nun ein paar Sekunden Zeit, einige Wörter zu suchen und idealerweise zu finden, die nach diesem System in das Gitter passen. Guten Erfolg! Gar nicht so leicht, oder? Ja, ich lasse Ihnen trotzdem noch ein paar Sekunden Zeit. Es könnte ja auch sein, dass Sie verschiedene Begriffe finden, die passen könnten, mit demselben Anfangs- und Endbuchstaben. Das ist ja denkbar. Wir werden nachher in der Lösung sehen, welchen Vorschlag ich Ihnen zu unterbreiten habe. In wenigen Sekunden geht's weiter. Haben Sie einige Begriffe gefunden? Ah, ich bin ziemlich sicher, dass das Ihnen gelungen ist. Ich werde Ihnen nun zeigen, welche Wörter mir eingefallen sind zu den jeweils roten Anfangs- und Endbuchstaben. Ich lasse die Wörter bzw. die Buchstaben der Reihe nach einfach mal einspringen und danach lasse ich die Folie einen Moment stehen, damit Sie vergleichen können. Na, schauen wir mal, los geht's. Zur Wiederholung und für diejenigen, die schwer den Text lesen können, lese ich jetzt die Wörter nochmal vor, denn wir brauchen sie nachher nochmal. Wenn Sie wollen, lesen Sie sie einfach laut mit, dann prägen Sie sich gleich besser ins Gedächtnis ein. Glas, Sieb, Backform, Messer, Reibe, Essgeschirr, Römertopf, Fleischwolf, Fischgabel, Löffel, Leinentuch, Hackbrett, Tablett, Topf,
Frühstücksbrettchen, Nudelholz, Zitronenpresse, Eierbecher. Wie lautete nochmal der erste Begriff? Glas. Danach mit S, kann sich jemand erinnern? Sieb. Dann B, Backform. Unter allen genannten war eins, das ist schon ein bisschen älter, das Gerät. Früher hatte das jeder Haushalt unten im Schrank. Meistens so terrakottenfarben, hat eine Bezeichnung eines 2000 Jahre alten, ja, Bezirks- bzw. Städtenamen, Menschen, die dort leben, ja, der Römertopf. Dann hatten wir eines, was weich war, also kein Gerät in dem Sinne, sondern eher um uns vor Hitze zu schützen oder um etwas abzuwischen. Das war das Leinentuch. Das ist der ganz, ganz lange Begriff, beginnend mit F und endend mit N. Das war das Frühstücksbrettchen. Und dann ein Teil, ursprünglich aus Holz, aber mittlerweile gibt es das auch aus Metall und anderen Materialien, womit manchmal die liebe Ehefrau ihren noch lieberen Ehemann droht. Was ist das nochmal? Na, das Nudelholz. Naja, vielleicht auch um Teigware anzufertigen. Wissen Sie noch, welches der letzte Begriff war? Begann mit einem E wie Emil und endete mit R wie Richard. Es war der Eierbecher. Hier sind sie nochmal, alle Begriffe. Ich bitte Sie, einen nach dem anderen laut vorzulesen. In Gedanken lese ich sie mit, damit die Zeit ungefähr stimmt. Denn nachher werden Sie aufgefordert, das sage ich jetzt noch nicht, schauen wir gleich mal. Also bitte mal laut lesen. Jetzt sollten Sie durch sein. Tja, die, die mich kennen, wissen schon, was jetzt passiert. Ich bitte Sie, die Begriffe alle 18, nein, das wird Ihnen nicht gelingen, das ist viel zu viel, aber so viel wie möglich der 18 Begriffe aufzuschreiben. Die Reihenfolge ist dabei egal. Gutes Gelingen! Das sind sie nochmal, alle 18 Begriffe. Können Sie mal vergleichen mit dem, was Sie gefunden haben, woran Sie sich erinnerten, was Sie aufgeschrieben haben. Ich denke, Sie haben schon einen guten Erfolg erzielen können.
Aus Ihrer Praxis und von Ihrem Wissen her wissen Sie, dass es viel, viel mehr Küchengeräte gibt als die, die wir jetzt hier aufgelistet haben. Und deshalb werden wir in der nächsten Übung Folgendes umsetzen. Sie bekommen immer vier Geräte gezeigt. Die sind so in so einem Kreuz dargestellt, links oben, links unten, rechts oben, rechts unten. Und einer der vier Begriffe, der dort gezeigt wird, gehört nicht zu unserer Liste vorher. Drei sind immer auf der vorigen Liste gewesen, die haben wir also schon mal gehört, gesehen, aber einer der vier ist fremd, der hat sich dort eingeschmuggelt. Den gilt es rauszufinden. Gut, ich wünsche Ihnen Unterstützung bei der Suche nach dem fremden Begriff. So, haben Sie aus jeder Viererkonstellation den fremden Begriff gefunden? Es war vielleicht so mittelschwierig oder vielleicht doch nicht. Insgesamt waren es sechs Spiele, also haben wir sechs fremde Begriffe. Würden Sie denn noch bitte mal auflisten, welche sechs das waren? Ich habe es ja schon wieder ganz vergessen. Also, wenn Sie mir die Freude machen, die sechs fremden Begriffe bitte einmal auflisten. Ja, also, Sie haben es ja gepackt. Vielen Dank fürs Mitmachen und danke für Ihre Lösungsvorschläge. Alles, was die Küche anbelangt, ist für mich so ein, ja, kritisches Gebiet. Ich konsumiere eher die Ergebnisse, die bei solchen Küchenarbeiten entstehen. Ich kann auch kochen,
Am besten Spaghetti, am besten heißt, am besten von allen anderen Varianten, wobei mir nicht allzu oft das Wasser überkocht. Also allzu oft meine ich, es kocht schon über, aber sagen wir mal so, in 7 von 10 Fällen nur, das habe ich schon ganz gut im Griff. Und kaum zu glauben, aber vor vielen Jahren ist mir tatsächlich mal fast Teewasser angebrannt. Also ich darf es mir gar nicht, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen. Da saß ich im Büro und habe an der anderen Stelle ein Töpfchen aufgesetzt mit Wasser, um mir einen Tee zu gönnen. Sonst trinke ich gerne Kaffee und habe das vollkommen vergessen. Stunden später fiel mir das brennend heiß wieder ein. Dann bin ich in die Küche gerannt. Der Topf war glühend rot, die Herdplatte auch. Wasser war schon gar nicht mehr drin. Ui, 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 da bin ich ja fast einer kleinen Katastrophe entgangen. Naja, so viel zum Kochen von Wasser. Mittlerweile habe ich mir auch einen Wasserkocher gegönnt. Danke Ihnen. Damen, liebe Herren, vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren zum Thema Küchengeräte. Ich freue mich, dass Sie mitgemacht haben. Wenn Sie wollen, sehen und hören wir uns an anderer Stelle wieder. Wenn Sie Anregungen haben oder Kritikpunkte äußern wollen, tun Sie das gerne. Ich versuche immer mal ein bisschen leichter, ein bisschen schwieriger, ein bisschen mittlere Übungen zu finden. Manche, die auf das Gehör eher gehen, manche aufs Sehen und immer ein bisschen was anderes zu machen, um Abwechslung zu behalten. Ich danke Ihnen, bleiben Sie gesund und munter und frisch im Kopf. Und wenn Sie wollen, sehen wir uns recht bald wieder in, naja, jugendlicher Frische. Alles Gute, tschüss. Ich hoffe, das Gedächtniskitzeln hat etwas Spaß bereitet. Wenn Sie möchten, besuchen Sie uns auf unserer Webseite. Alles Gute, tschüss.